Hallo und herzlich willkommen zum dritten finalen Drittel zwischen den Adler Mannheim und den Straubinger Tigers. Wir bekommen Defensivanweisungen von unserem Coach, denn es steht 3:1 wie im ersten Drittel, also im zweiten Drittel, hat sich an den Punkte, also an den Torstand nichts verändert. Keine Tore im zweiten Drittel. Ich bin mal gespannt, wie das sich jetzt im dritten Drittel noch ändert. Oder bleibt es so, oder kommen die Straubinger Ice Tigers noch zurück ins Spiel? Sie haben ja einen Fuß in der Tür. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Und damit geht es jetzt weiter ins dritte Drittel. Third period about to begin. The rear view mirror will help us with the first two. And so will Edza. Straubing. He's got to feel lucky, Doc, to still be in this game with 20 minutes or more to go. Offensively, one fortunate bounce, they're back in this game. But in order to do that, they need to be way better in their defensive zone. Oh, das war keine gute Idee. Oh, look at this, he's in. Oh, what a stop. Aber Enders kann die Situation entschärfen. Good job with the neutral ice intercept. The Tigers have possession. Da vergisst er zu schießen. That play went offside. No team. Und jetzt geht's weiter, Schlägerei. Nein, keine Schlägerei. Jetzt gibt's wahrscheinlich eine Strafzeit. Wegen übertriebener Härte wahrscheinlich. Ja, so genau so sieht's aus. Going to be short from this. Let's see what the call is. He's calling both, Doc. He's got them both going to the box. Ja, 2 Minuten übertriebene Härte gegen Christoph Fischer und gegen einen Spieler der Straubinger Ice Tigers. Also 4:4 Unterzahlspiel. Face-off win and now what will they do with it? Adler Mannheim continuing on through center ice. Flies to the safety. Einfach weiterspielen. Einfach weiterspielen. He can start some danger here. Big save there. Wonderful working goal. Amazing reflexes. Keine schlechte Chance, aber kein Tor. Ein bisschen rangeln, rangeln. Adler Mannheim, score! Tor für die Adler Mannheim! In der 3:40. Sinan Eibach. His mindset's pretty easy. Grip it and rip it. What a slap. 4:1 jetzt für die Adler Mannheim. Trying to take away the percentages, but he doesn't cover the net. Schönes Tor. Adler Mannheim's goal has built an even bigger lead. We're in the third period for the opposition. At least that is fortunate. A face-off win. Let's see what develops. Flings it. That's turned aside. Und gleich dann ist es Luftversuch hinterher. The Tigers are moving the puck through the neutral zone. He's got that pass off the wing and can move ahead. Blocked. Wir blocken den Schuss mal einfach so. Right into the slot. Outstanding save. Difficult opportunity. Aber die Straubinger hören nicht auf zu spielen und haben hier gerade eben wieder eine Chance. Das wird spannend. It's an odd man rush. It's a 3-on-2. Score! Schönes Tor. Habt ihr gesehen? Der Ball springt drüber und er hält einfach seinen Punkt, also seinen Schläger rein. Und damit steht es jetzt 5:1. Sean Reno. Just trying to get the puck to the front of the net, he's rewarded with a bad angle goal. Limey's in almost perfect position. I say almost, because the shot's better, it just beats him. Adler Mannheim's goal has taken them to an even larger lead on a night that they have had the offense going. Third period of play. They win the draw and will now set up an attack. Oh, what a play! Oh, das hat er nicht gut gelöst diesmal. Ich habe nur gesehen, dass da einer steht. Icing is nullified thanks to the hustle on that play. Dished off by the goalie and almost into. Und weiter geht's. Adler Mannheim lucking it up the wing. Shoots one. Oh, a save there. Brings a shot. Straubinger Tigers, aber Dennis Enfors hält. Ah, nicht gut gelöst. Ballverlust. Ein Punktverlust. Oh, wonderful play. Adler Mannheim's in possession. Deflected off the blocker. Oh,
Schönes Dorf. Terrific pass through the middle. He's got it on his stick. Great save. Er hält schon wieder. Down one of the best. Und hier gibt es eine Chance. Picks it up in his was the macht er denn da? Of the puck in their own end. Oh, that's a nice cut pass. Let's see what happens. Shot. Oh, what a grab. Schöner Versuch, aber leider nicht erfolgreich. Adler Mannheim's fans sitting behind their net got up and showed their respect by bowing to him after that huge save. Da sehen wir nochmal diese schöne Parade von Dennis Edwards, unserem Keeper. Over 7 minutes remaining here in the third. Noch 7 Minuten 5 zu gehen. You can see momentum in this game. It has shifted and it is waffle boarded. And another save. Mark him down for one more. Da holt sich den Puck. Das ist ein schöner Check, aber der Ball, der Puck geht wieder zu den Flowering Tigers. Back in his defensive end to get it. Adler Mannheim's getting an attack ready in their own end. Can he generate something from there? Two sticks together, they cancel. Forcing attention in deep. That shot hit a man. Den hat jemand abbekommen, den Schuss. Soweit ich das vom Kommentator verstanden habe. Gut gemacht vom Torhüter von Dennis Endras. Adler Mannheim's got it in center ice. To the slot. Terrific save there. Schöner Versuch. Aber jetzt ist Straubing wieder am Ziel. Not a lot of room to score from in that area. Great save. Big drive. Cut his glove on it. Aber Dennis Endras kann den Versuch wieder vereiteln. Final minute of play in the third approaches. I say overwhelming win. Routine stop for the goaltender. The shooter's gonna have to do a much better job challenging him. Eine Minute vier noch. Adler Mannheim's got a defensive zone. Wir haben 14 Bullies gewonnen. Goalie gave him the glove side and he took it away. What a stop. Oh, das war nicht gut. Aber bügelt seinen Fehler direkt wieder auf. Out in the slot. Oh, das macht der Keeper sehr gut. The Tigers have control of the puck at center ice. Vielleicht ihre letzte Chance. That is defense. Outstanding save. What magic to even get the shot away. Er lobt scheinbar unsere Verteidigung. Almost looks like he's too close to the goaltender. And it is icing. Schon wieder icing. 18,2 Sekunden noch zu gehen in diesem finalen Drittel. You can't ask much more. Während hier wieder eine Wiederholung eingeblendet wird, ein Replay. Koches won again. His team is winning. All's good. Adler Mannheim's continuing on at center. Oh, gehalten von Kleini. Wonderful chance was set up and the pass just goes wide. Aber gleich ist das Spiel vorbei. Gleich ist es zu Ende. Edwards hält es und das war's. 5:1 gewinnen die Adler Mannheim in Straubinger gegen die Straubinger Tigers. Was ein Spiel. Schöner Wiederholung. Verabschieden wir uns von diesem Spiel. And again, we thank you for watching. We hope you enjoyed the evening as much as we did. For Eddie Olczyk and Ray Ferraro, Mike Emmerich saying. Also da haben wir die Führung ausgebaut, anstatt sie zu verteidigen am Schluss. Ich denke mal, wir haben die Anweisung von unserem Coach gut umgesetzt. Damit gehen wir jetzt wieder zur Zentrale. Im nächsten Spiel simulieren Hamburger Freezers. Da simulieren wir noch hin
Und dann war es das wieder mit dem Part. Und wir sehen, die Tabelle hat sich wieder verändert. Die Nürnberger Haie sind immer noch Zweite. Dann kommen die Ingolstädter und dann die Hamburger Friesers. Also das ist das erste Spiel. Der erste gegen den vierten sozusagen. Aber das sehen wir im nächsten Part. Das war's mit diesem Part. Ich freue mich. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Also wenn euch das dieser Part gefallen hat. Wenn ihr noch Verbesserung oder Kritik habt, dann übt das aus, indem ihr das in dem Kommentar unter diesem Video schreibt. Und wenn ihr sagt, ihr wollt diesen Kanal unterstützen, dann lasst doch bitte ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann wieder zum Spiel. Die Hamburger Freezers versus die Adler Mannheim. Schönen Tag noch. Tschüss bitte.